Was ist da los beim FC Bayern? Also, fast ein bisschen surreal. Hä? Ja, erst die 0-3-Klatsche gegen den direkten Konkurrenten Leverkusen, dann das 0-1 gegen Lazio und jetzt auch noch 2-3 gegen Bochum verloren. Die Bayern-Saison entwickelt sich so gar nicht, wie Thomas Tuchel sich das vorgestellt hat. Es sind sich wiederholende Muster, wie die Gegentore fallen. Im Grunde haben wir jetzt 3 der 4 renommiertesten deutschen Trainer, die auf Probleme stoßen mit diesem Kader. Dayo Upamecano, der kann einem zu Recht sehr leid tun, das macht er ja alles nicht mit Absicht. Wenn du dann deinen Trainer siehst, der am Spielfeldrand überhaupt nicht mehr klarkommt, mit seinem Frust vielleicht auch, ja, natürlich stärkt das dann nicht dein Selbstbewusstsein. Warum läuft momentan alles gegen den Rekordmeister? Welchen unrühmlichen Rekord Upamecano aufgestellt hat? Außerdem gab es diesen Spieltag 3 Trainerdebüts. Es gibt viel zu besprechen und deswegen geht's jetzt direkt los mit Kicker Weekly. Ja, am Samstag, da lief noch alles nach Plan für die Teams an der Tabellenspitze. Stuttgart gewinnt 2-1 in Darmstadt, Leverkusen gewinnt 2-1 in Heidenheim. Und dann am Sonntag haben die Bayern natürlich nachgezogen. Ja, stimmt das. Ja. Ja, da hatten die Bochumer wohl was dagegen, haben den Bayern die 3. Niederlage in Folge beschert. Und das wird auch belohnt mit 2 Spielern in der Elf des Tages. Die ganze Elf des Tages, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Kicker-Elf des 22. Spieltags, heute im zugegeben sehr offensiven 4-1-3-2. Im Kasten einer von 5 Top-Elf-Debütanten mit Gladbachs Moritz Nikolas. Vor ihm in der Viererkette Kassi und Vandenberg von Mainz. Mit Schlotterbeck der erste Bochumer und mit seiner 8. Berufung Spitzenreiter Jeremy Frimpong von Leverkusen. Im zentralen Mittelfeld mit Amiri schon der 3. Mainzer, zu denen kommen wir später nochmal. Davor wirbeln Knauf, Adli und Asano und im Sturm ein Frankfurter Rückkehrer Omar Marmoush, das 2. Spiel nach dem Afrika Cup, das 2. Tor. Und neben ihm der Leipziger Luis Openda mit seinem 16. Saisontor. Ja, bevor wir tiefer einsteigen in die Krise an der Säbener Straße. Ich dribbel jetzt rum, Sie merken es. Lasst uns mal kurz über Mainz, den HSV und Kaiserslautern sprechen. Was haben diese 3 Teams gemeinsam? Genau. Ein Trainerdebütant saß auf der Bank. Starten wir mal mit dem Bundesligisten Mainz 05. Mit Bo Henriksen sitzt schon der 2. Bo und der 3. Trainer diese Saison an der Seitenlinie. Und in Mainz funktioniert der Trainereffekt nach 11 sieglosen Spielen, ein 1-0 Erfolg gegen den FC Augsburg. Next up der HSV. Merlin Polzin ist der neue Interimstrainer in Hamburg. Im Hintergrund soll weiter nach einem Nachfolger für Tim Walter gesucht werden. Polzin soll aber eine echte Chance bekommen. Ja, die hat er am Samstag nicht so richtig nutzen können. Beim 2-2 gegen Rostock hat Robert Glatzel immerhin einen Punkt noch gerettet, kurz vor Schluss. Und alle guten Dinge sind 3, der FCK. Auch in Kaiserslautern ist mit Friedhelm Funkel schon der 3. Trainer diese Saison am Start. Bei seinem Debüt gegen den 1. FC Nürnberg führten die Lauterer sogar lange, mussten am Ende aber trotzdem noch den Ausgleich hinnehmen. Ja, mit nur einem Punkt wäre man bei den Bayern sicher auch nicht zufrieden gewesen. Es würde im Nachhinein trotzdem noch besser aussehen als jetzt die 3. Niederlage in Folge. Mein Kollege Martin Rosa hat für uns mal das bayerische Krisenbarometer gecheckt. Alarmstufe rot bei den Bayern. 3 Niederlagen in Folge. Das gab es seit 2015 nicht mehr. Im Zentrum der Kritik Trainer Thomas Tuchel. Der Coach wackelt gewaltig, fällt aber noch nicht. CEO Jan-Christian Dresen bestätigte gleich nach dem 2-3 in Bochum. Tuchel bleibt. Klar ist aber auch, für eine dauerhafte Weiterbeschäftigung braucht der Trainer Ergebnisse. Doch die Gründe für die Krise gehen weit über die Trainerbank hinaus. Harry Kane und Leroy Sané suchen die Galaform der Hinrunde. Dayo Upamecano schwächte seine Mannschaft nun zum wiederholten Male. Und dann war da ja auch noch der Streit um Joshua Kimmich. Viele Baustellen an der Säbener Straße. Aber was läuft da eigentlich genau alles schief beim FC Bayern? Ja, die Frage gebe ich direkt mal weiter an unseren Bayern-Reporter Mario Krischel. Ja, es ist natürlich eine komplexe Geschichte. Im Grunde haben wir jetzt 3 der 4 renommiertesten deutschen Trainer, die auf Probleme stoßen mit diesem Kader, weil, und letztlich zeigt das dann vielleicht auch so ein Spiel in Rom, so ein Spiel in Bochum, haben dann halt wahrscheinlich nicht alle Spieler dieses Bayern-Niveau. Ja, Upamecano ist gegen Bochum im 2. Pflichtspiel in Folge vom Platz geflogen. Das ist noch keinem Bayern-Spieler gelungen seit Beginn der Datenerfassung. Dayo Upamecano, der kann einem zu Recht sehr leid tun. Das macht er ja alles nicht mit Absicht, diese Fehler. Und
Um Gottes Willen, die Beleidigung, die er dann erfahren muss, das ist unter aller Sau. Das hat niemand verdient, aber er macht eben diese Fehler und das ist zu oft so. Er verliert Bayern Spiele. Das war letztes Jahr im Viertelfinale der Champions League gegen Man City so. Es war jetzt in Rom so, das war ein total unnötiger Elfmeter, ein plumpes Foul. Und das Gleiche lässt sich über die Szene gestern sagen. Auch das macht er nicht mit Absicht, aber er hat halt den Ellbogen im Gesicht. Das ist dann eine gelbe Karte, das ist Elfmeter, gelb-rot. Und damit schadet er seiner Mannschaft. Aber es ist natürlich nicht nur Upamecano, der momentan seiner Form hinterherläuft. Dann hast du im Mittelfeld Joshua Kimmich, Leon Goretzka, die ihren Ansprüchen einfach weit hinterherlaufen. Jamal Musiala hatte gestern eine gute halbe Stunde, dann kommt wenig. Leroy Sané knickt wieder mal komplett ein, vergibt Großchancen und was er defensiv ja, eher nicht macht, muss man fast sagen, das ist bedenklich. Und jetzt fängt halt auch noch Harry Kane an, die Torchancen nicht zu nutzen. Und welche Rolle spielt dabei jetzt Thomas Tuchel? Da kann dann auch der Trainer nichts für. Also es ist ja auffällig, wie oft alle betonen, auch die Spieler, mit denen man spricht, wie gut das Training ist. Nur es lässt sich eben nicht aufs Spiel übertragen. Man muss aber sagen, der Trainer ist dafür verantwortlich, was im Training passiert. Im Spiel sind es dann die Spieler. Und wenn sie das, was sie im Training gut machen, nicht übersetzen, ja, was soll der Trainer dann machen? Natürlich fehlt diese Leichtigkeit und das ist auch nicht einfach. Die kriegst du nicht auf Knopfdruck wieder, das ist doch normal. Aber man sieht eben, gestern in Bochum gut begonnen. Nur dann kommt eine Tennisballunterbrechung, ein Nackenschlag und plötzlich zerfällt das Ganze wie ein Kartenhaus. Ganz ohne Verantwortung ist aber auch Tuchel nicht, gerade wegen seiner Körpersprache. Es gab dann ja so ein bisschen exemplarisich vielleicht dieses Spiel in Rom, wo er dann wild gestikulierend und hadernd am Spielfeld dran zu sehen ist, wie er sich die Haare rauft, wie er auf der Bank sitzt und den Kopf schüttelt. Natürlich kriegen die Spieler sowas dann auch früher oder später mit und natürlich strahlt das alles andere als Zuversicht aus, was diese Spieler vielleicht halt teilweise auch mal brauchen. Draufgehauen wird auf sie genügend, natürlich auch von uns und natürlich nicht so unrecht. Aber wenn du dann deinen Trainer siehst, der am Spielfeldrand überhaupt nicht mehr klarkommt, mit seinem Frust vielleicht auch, ja natürlich stärkt das dann nicht dein Selbstbewusstsein. Ja, Selbstvertrauen, was der FC Bayern dringend braucht, um in den nächsten Wochen nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Bei weiteren Niederlagen könnte es auch für Tuchel irgendwann eng werden, nur was dann? Was ist der Plan B? Es gibt keinen wirklichen Plan B im Moment. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass Jan-Christian Dresen das in der Selbstverständlichkeit ausgesprochen hat nach dem Bochum-Spiel. Er hat gesagt, selbstverständlich ist er gegen Leipzig Trainer und wenn der CEO das in der Deutlichkeit sagt, dann sollte man das auch nicht anzweifeln. Vorerst zweifelt das niemand an, es warten aber entscheidende Wochen. Ja, jetzt richten sich erstmal alle Blicke auf den 5. März. Im Rückspiel des Champions League Achtelfinale gegen Lazio könnte sich möglicherweise jetzt schon im Frühling entscheiden, ob die erste titellose Saison seit langem auf den Rekordmeister zukommt. Ja, und auch in der Bundesliga wartet am Samstag mit RB Leipzig der nächste Brocken auf die Münchner. Da werden wir auch am Donnerstag in Was geht Bundesliga ausführlich drüber sprechen. Außerdem kommt am Dienstag ein Making-of zum BVB-Topstürmer Niklas Füllkrug. Immerhin schon 6 Buden seit dem Bundesliga-Restart. Wir sind mit Weekly nächsten Montag wieder da und versorgen euch mit allem, was der Spieltag so geliefert hat. Bis dahin, eine schöne Woche.